habe schon wieder vergessen, wofür ich das brauche. Für irgendeinen anderen Druck. Ach ja. Nee, doch, ja. Für etwas, was ich mit reinen Certus-Kristallen machen muss. So, sind die jetzt fertig? Das sieht ziemlich fertig aus. Ja, bis auf der. Sehr schön. Das heißt, dann schmeiße ich es nochmal rein. Den schmeiße ich nochmal rein. So. Ja, wie gesagt, da mache ich mir einmal ganz kurz das Rezept hier auf jeden Fall auch fertig. Ich habe ja Flints in der Tasche. Jo. Dann muss ich da in den Game Mode. Dann muss ich. Receipt. Shapeless. Zack. Select. Select. So. Ich möchte aus sowas und sowas möchte ich zwei Keime herstellen. So. Und wieder zurück. So, das ist es quasi schon. Muss ich ganz kurz gucken. Kann auf jeden Fall die zwei da nochmal reinschmeißen, aber das kann ich auch gleich noch machen. Wir müssen aus dem einen brauchen wir ja. Ich hab's vergessen. Ich habe es sowas von vergessen. Für die ME-Konsole brauchen wir so einen ganzen Kern. Den hier, ne? Ne, den hier. So was. Und ein dieser Logikdrucker. So. Das war jetzt der Annihilationskern. Für den Formationskern brauche ich Certus Quarz. Annihilationskern. Dann brauche ich das hier. Ditte hier. Ditte hier. Und eine vierte da. Jo. Die Annihilationskerne und sowas kann ich erstmal hier reinpacken. Okay. Haben wir schon mal eine ganz normale ME-Konsole. Wir sind schon mal einen ganz großen Schritt nach vorne gekommen. Die anderen Bildschirme können auch erstmal rein. So. Das ist dit. Dann, dafür brauche ich dann wieder den Kalkulationsprozess und dafür brauche ich dann den anderen, ne? Genau. Gravur-Kalkulationsdruck. Mhm. Ja, ja, so ist das. Flupp. Habe ich natürlich wieder zurückgepackt. Gravur. Kalkulationsdruck. So. Die Platte wieder zurück. Ordnung muss sein. Geht doch. Haben wir einen Kalkulationsprozessor. Dann müssen wir nur eine Werkbank bauen und dann haben wir dann auch die fertige Konsole, die ich im Endeffekt haben möchte. Es geht voran. Ich bin so froh. Da müssen wir halt in Anführungszeichen nur noch dann die Dinge zusammenbauen. Die Tesserakte. Und das Leiden hat ein Ende. So, das dahin und der hier. Jo. Ah, a much bigger table. Ja. Ja. So, den können wir theoretisch schon einbauen. Was wir halt jetzt, wie gesagt, brauchen, ist das Laufwerk. Dafür brauchen wir wieder die Kalkulationsprozessoren. Die habe ich, glaube ich, hergestellt. Jo. Dann kann ich das tatsächlich bauen. Ist ja nicht wahr. Oben und unten. Dann links und rechts die Kabel.
Jo, auch das Laufwerk haben wir. Was halt noch fehlt, sind die Laufwerke oder zumindest erstmal ein Laufwerk. Und dann brauche ich noch ein Zusatzteil dann gleich. Aber auch das kriegen wir hin. Das lange Warten hat ein Ende. Alles, alles. Gott, ich glaub nicht, wie sehr ich freue mich, weil endlich das funktioniert haben. Es wird Zeit. Bei, ne, fast 2000 Folgen, da wird es echt Zeit, dass man hier mal etwas geordnet hier arbeiten kann. Na, nicht so. Gib das mal wieder her. Zum Glück nicht kaputt gegangen. Genau, ich wollte ja, dass es hier von hinten hier so ein Kabel hochgeht. Muss ich hier natürlich mir erstmal einen Durchgang machen. Machen wir mal so. Ein bisschen schon dafür das Glas nehmen an. Na, machen wir einen nach vorne. Solange ich mir nicht die Konsole jetzt zerdeppere, ist alles okay. So. Hier kann man halt dann nochmal, keine Ahnung, Fertigungsgedöns dann jetzt machen. Hier oben halt, wie gesagt, noch ein Glasblock drüber. Hier erstmal irgendwie durch. So. Hier 1, 2, 3 und dann ist das. Haben wir hier 1, 2, 3 und dann kommen halt hier Laufwerke hin. Ja. Erste Laufwerk mache ich aber relativ nah an das andere Zeug dran. So. Genau. Dann geht von hier aus dann ein Kabel. Das halt hier mit denen dann verbindet. Was wir jetzt noch brauchen, ist das Flugskabel, das dann hier vom ME-Kern zu dem Dingens hinführt, damit das halt mit Strom versorgt ist. Das wollte ich dann halt gern von unten lang führen. Später, wenn das hier im fertigen Raum ist, hätte ich halt auch gern, dass halt, keine Ahnung, Kabel, meinetwegen auch EC2-Kabel, Deko-Kabel, hier so zum Kern halt hinführen und einfach so die Grautiefe in der Decke hängen oder so. Ja. Das sind halt dann so die Schönheitsarbeiten, die halt dann irgendwann mal kommen. So. Ja, machen wir es so. Ist okay. So. Aber bevor wir es in Betrieb nehmen, machen wir auf jeden Fall die Tesserakte noch fertig. Was muss, das muss. Das heißt, wir brauchen eine Endeperle. Ich wollte jetzt Wolle holen. Genau. Gehen wir mal Wolle holen. Mr. Wolle, Wolle. War ja so, ne? Die verdeckten ME-Kabel hier. Es hängt? Es hängt. Genau, wir brauchen ja im Endeffekt die schlauen. Genau, ich brauche dafür immer die verdeckten. Und dann muss ich einen schlauen ME-Kabel fürs Gedönsding jetzt machen, genau. Das heißt, wir brauchen dann immer Redstone und so. Glowstone ist okay. Und hier einfach mit Wolle. Okay. Nehmen wir tatsächlich vorher 20 Wolle mit. Das ist mehr, als wir brauchen, glaube ich. Ich meine, ich brauche halt erstmal nicht ganz so viele dicke Kabel. Darum müsst ihr nicht wissen, ne? Ihr kennt das ja. Können natürlich auch die Schafe schnuppeln. Aber jetzt gerade nicht. Keine Perlen haben wir hier wirklich nicht mehr, ne? Schade. Wolle, 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 Wolle. Bin ich überhaupt in den richtigen Gang?
Hier bin ich im Gang. Okay. Nehmen wir mal 20 davon, oder? So. Ich muss halt vor Ort halt nochmal ausrechnen, wie viel ich genau brauche an den Kabeln. Deswegen nehme ich jetzt auch mal 20 mit. Und dann müssen wir halt jetzt sehr bald nochmal in the end. In Hoffnung, dass die ein bisschen perlenfreudig sind. Da können wir halt dann auch wieder eine Hose anziehen und so. Vielleicht vorher auch nochmal die wichtigen Sachen ablegen. Aber das wäre zu einfach. Könnte jeder kommen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Es geht voran. Die Sache ist halt dann halt nur, das Ding kontinuierlich bei Strom zu halten. Und solange wir halt noch keinen Reaktorkern haben, wird das halt noch so ein bisschen friemelig, aber nicht gänzlich unmöglich. Ne? Ich meine, ne, so ein Vibrationskammer verbraucht natürlich Strom, aber jetzt auch nicht ganz so viel. Also verbraucht nicht Strom, sondern verbraucht Kohle, aber die langsam, ja. Und es dauert nicht so lang. Ist da irgendwas drin? Nee. Könnte ich eigentlich was reinpacken, ne? Könnte es auch sein lassen. So. Und hier. Natürlich Quarz, den Rest. So. Richtig hinstellen. Reinschmeißen. So. Okay. Also das hier, seitdem wir es mit 64 befüllt haben, gerade mal 6 Dinger weg, das ist okay. Wir brauchen hier hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vielleicht 10, 11. Okay. Kriegen wir hin. Machen wir 11 Stück hier rein. Zack. Dann machen wir daraus mal eben schnell die, die ich im Endeffekt brauche. Die mit dem Glowstone und Redstone dazu. Und dann sollte es eigentlich hinhauen. Redstone, Glowstone, schlaues ME-Kabel. Weil wir brauchen halt die schlauen, damit wir dann später halt dann einiges damit verbessern können und so. Weißt du? Weißt du, richtig? So. Zack, zack, zack. Sehr schön. Das ist angeschlossen. Das sollte auch funktionieren. Was wir halt jetzt brauchen, ist auf jeden Fall Festplatten. Das heißt, wir fangen halt hier ganz klein an. Brauchen. Geht auch mit den reinen. Das ist schön. Dann warten wir auf die reinen. Und werden in der Zeit. Hoffentlich nicht sterben im End. Machen wir mal Brote. Uns geht's gut. Ich hoffe, wir sterben nicht. Das wäre teuer. Das wäre sehr teuer. Vorausgesetzt, ne? Wir. Obwohl, ja gut. Wir könnten ja auch dann theoretisch einfach unsere Sachen wiederholen. Ne? Aber trotzdem. Mann, ich habe ja immer Befürchtung, immer wenn man stirbt, geht's irgendwas, ne? So ein, zwei Items so gänzlich verloren. Weil wegen. So ist es halt. Ne? So, lass mal ganz kurz rechnen, wie viel Enderperlen wir brauchen. Ja, bevor wir jetzt hier die Meute loslassen. Tesseract. Wir brauchen, um das Ganze zu befüllen,
Keine Ahnung, wie viel. Tausend Millibuckets, ja? Wie viel gibt denn so eine Endeperle? 250? Sehe ich das richtig? Okay, das heißt, wir brauchen 4, wir brauchen 8 allein, um die Dinger zu befüllen. Ne? Dann brauchen wir hierfür 8. Also 16 Kugeln brauchen wir. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Ich hoffe, dass das hier mit den Barren auch ausreicht. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verrechnet. Dann müssen wir tatsächlich noch schnellere Barren finden.